Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Dinkum. Ich habe mir Unterstützung für die Mine geholt. Guten Tag, Frau Dimity. Ein wunderschönen Hallo. Frau Sehren. Frau Sehren, ja. Frau Sehren, du hast was Neues an. Ein grünes Nein. Kleid mit grünem Hut. Hatte ich das nicht letztes Mal auch an? Keine Ahnung. Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe dir eine Leihgabe für die Mine mitgebracht, aber nur eine Leihgabe. Ich habe den Hammer. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Den hatte ich nämlich in meiner Müllkiste. In dieser grünen. Moment, da muss ich meiner mal gucken, nicht, dass da auch ein Hammer drin liegt. Mhm, voll geil. Nee, ist leer. Habe ich für teuer Dinkum bei Franklin bestellt. Okay, erinnere mich dran, dass ich in meinem Schrank noch ein Kleid für dich habe. Okay. Ja. Hattest du hier Flaschen eingesammelt? Jetzt habe ich es eingesammelt. Okay. Ich pack das kurz mal weg. Genau, ich habe eingesteckt den Hut. Der war ja in meiner Müllkiste, oder? Glaube ich. Die Schlüssel habe ich eingesteckt, die Tränke. Wobei ich bei den Tränken, das lege ich mir mal lieber auf die Leiste, damit ich mich schnell durchheilen kann. Die Schlüssel packe ich hier unten rein. Den Minenpass brauchen wir gleich. Den Kecher brauche ich unten nicht, oder? Den brauchst du nicht. Ich mache alles, soweit es geht, aus der Tasche, damit du einsammeln kannst. Genau, einen Ersatzspeer habe ich dabei, einen halbgaren Kupfersperr. Den würde ich dann kaputt machen da unten. Das Essen nehme ich komplett mit. Die Äpfel brauchst du nicht. Und nur die Hallen aber. Aber die brauchst du nicht. Ach, die habe ich doch schnell weggefuttert. Ja. Essen habe ich komplett dabei. Die Tränke habe ich dabei. Das Fleisch packe ich hier in die Kiste. Die Fischen. Warte mal. Geh nochmal bitte an die Essenskiste. Ja. Ich habe ein bisschen Versatz in deinem Stream, deswegen. Ach, du guckst bei mir im Stream zu? Ja. Wir sind doch in der Aufnahme für YouTube. Wie kannst du beim Stream? Das macht nix. Ich spoilere mich. Die Fish and Chips kannst du rauspacken, weil die würde ich an deiner Stelle nur dann essen, wenn du angeln gehst, weil die pushen das Angeln. Ah, okay. Dann mache ich die vorübergehend in die Kiste. Genau. Die Axt musst du auch nicht mitnehmen. Jetzt wird aber... Ja, jetzt wird Platz gemacht in der Tasche. Jetzt wird es ja ein bisschen aufdringlich. So, den Bohrer nehmen wir mit, den lassen wir hier. Und die Schaufel brauchst du auch nicht. Naja. Ja, jeder Platz zählt in der Tasche. Wenn das stimmt, da hast du absolut recht. So, Ersatzsperr. Der Minenpass löst sich eh gleich auf. Der ist gleich weg, genau den. Genau. Machen wir mal hier. Gut, und der Dingssperr ist auch gleich kaputt. Also von daher. Dann ziehen wir los. Alles tut hier. Ah, Geld rauslegen. Ah, da hätte ich was. Bevor hier noch ein Danke an die Regie. Die holt jetzt alles raus, aber du brauchst noch keine Kohle. Einfach in die Kiste legen und dann. Na, du ziehst das ab, das dauert anscheinend. Nee, brauchst du nicht. Die Animation muss man nicht abwarten. Richtig. Hier habe ich keinen Platz, dann kommt das Geld hier rein. So, ich komme. Ich habe einen Bohrer. Gut. Okay, warte, Orientierung da. Willst du mal meinen Bohrer sehen, Baby? Nee, danke, will ich nicht kennen schon. Okay. Wir sind unten! Uiuiui, kommen sie direkt auf einen zu, die Schweine. Ja, das sind richtige Biester. Double Kill! Warten Sie auf mich. Ich bin vor dem Showkrieg. Ja, du bohr mal ein bisschen. Ich kümmere mich um die Ameisen, hätte ich jetzt fast gesagt. Um die Fledermäuse. So. Da haben's. Nehmen wir nur die, wo Erze drin sind, mit, ne? Sei denn, du siehst einen Rubin. Ich empfehle dir auch mal, so einen geernteten Rubin zu fotografieren. Ah ja. Nur so als Hinweis. Aha, ein kleiner Spoiler. Mhm. Verstehe. Achso, wir sollten uns ja, so kam mir der schlaue Tipp, man sollte sich den Mineneingang markieren. Und einen gelben Trank ziehe ich mir gleich rein. Wir haben hier direkt eine ein Dungeon.
Okay, warte. Lass mich ganz kurz meinen Prime und den Salat Sammelst zum Heilen. Sammelst du die Sachen selber ein oder soll ich die einsammeln und dir später geben? Ja. Ich habe mich nur kurz gepimpt. Ich gebe dir die später. Ja, kannst du mir später geben, genau. Oh, ein Dungeon. Komm her, du. Da hast du. Ah, hier geht's schon rein. Direkt den Eingang gefunden. Ich hab eine Ameise, wo ist sie denn? Oh, hier ist direkt ein fetter Kroko drin. Und mehrere. Oh, ich habe meinen Speer fallen lassen. Aua, 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 die tun mir weh. Ja, ja, hab ich. So. Hör auf zu bitzeln hier. Zwei Minenhelme drin. Oh, ich habe ein Boogieboard. Boogieboard, wie cool. Ich hab übrigens. Und pinke Farbe. Das war's für dich. Ich hab schon ein pinkes Boot. Okay. Pinke Sattel. Ich habe zwei Sattel gefunden. So, oh, zum Zähmen. Cool. Mhm, damit kannst du die Gnus reiten. Die Gnus? Die Mus, diese Barimus, wahrscheinlich die hellbraun, weil die sind ja zahm jemandem gegenüber. Die beißen einen ja nicht. Ja, verstehe. Dann lass uns hier mal am Dungeon vorbeigehen, würde ich sagen, oder? Wie erkennt man denn am besten diese Dungeons? Map aufmachen, graues Feld. Dann ist rechts von mir einer, oder? Nee, es dürfte ein See sein. Ich buddel mich trotzdem mal durch. Ja, ich war vorhin in der Mine und hatte direkt neben der, also neben dem Aufzug bei Dungeons hatte natürlich meinen Schlüssel vergessen. Ah. Ich habe meine Taschen leer gemacht und schön brav die Schlüssel mit rausgebracht. Na komm her. Jump. Oh. Jump. Ach, du hast die, die Fledermäuse kriegt man auch super mit der Zwille weg. So, ich würde jetzt mal, gibt's hier noch, ich gehe jetzt direkt nach Süden. Mach's aber doppelt so breit und vielleicht sollte man Fackeln setzen, damit man weiß, wo es durchgeht, ne? Fackeln? Na, habe ich natürlich zu Hause gelassen. Mhm. Gut, dass die Frau sich vorbereitet hat. Da musst du wohl meinen Weg gehen. Bam. Bam. Hier ist irgendein Glitzer. Ah, das ist wieder ein Kroko, ne? Ja, da ist ein Kroko drin. Ah, hier ist so ein Spuck, Teufel Tasmanischer. Wo bist du? Na, da komme ich mal zu dir, wa? Immer den Fackeln nach. Guck auf der Map. Moment. Dann komme ich zurück. Oh mein Gott, ich habe hier 5 Fledermäuse. Ich finde es schade, dass die... Da bist du? Ich finde es schade, dass man auf der Minimap nicht den Spielpartner sieht. Das stimmt, ja. Das ist ein bisschen blöd. Ich komme. Bin gleich da. Das ist gut. Ich höre dich. Ich sehe dich. Guten Tag. Jetzt siehst du mich auch auf der Minimap. Ja, ja, direkt in der Umgebung. Wenn du zu weit weg bist, dann wird das nicht mehr angezeigt. Hier Wobbelsteine. Die einzig waren, ne? Ja, die sind echt gut. Ja, die wobbeln halt so, dass wenn man die abbaut, deswegen halt auch Wobbelsteine. Dingsies. Ja, Dingsies. Wort des Jahrtausends. Da sind Kroko. Ja, ich wollte jetzt eigentlich... Irgendwie wollte ich nach einem Dungeon gezielt suchen. War. Aber jetzt renne ich dir hinterher. Ja, wir finden Dungeons. Okay. Schon tot? Ja. Und mich an, ist schon alles erledigt. Hier könnte eins sein. Also ein Bohrer, langfristig freue ich mich drauf, wenn ich auch einen kriege. Aber jetzt ein Geschenk kriegen. Du kriegst ja nicht geschenkt, das ist nur eine Leihgabe. Ja, ich weiß. Ich meine, du kannst ihn gerne behalten. Nein, 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 nein.
Achso, ich hab gerade was auf der Map. Hier könnte ein Dungeon sein. Ach, du kannst auch eine separate Markierung machen. Das haben wir letztes Mal schon festgestellt, Schatz. Nein. Ja. Aber das liegt am Alter, ne? So, was? Da merkt man dich. Mhm. Ich höre dich nicht. Ja, weiß ich doch. Nee, ist... Oh, hier kommt so ein, Ja, Dingsy. Der hat seinen Kumpel mitgebracht. Wer denn? Ich brenne. Oh, ich sehe dich brennen. Warte, ich bleib doch mal stehen, dann kann ich mir den Popo pieksen. Ich habe mir einen Trank reingezerrt. Ich dachte, der heilt, der rote Trank. Ja, auf Zeit. Okay. Muss jetzt erstmal was essen. Ich glaube, der Fruchtsalat. Jetzt. Ja, ich hatte ein bisschen Panik gerade, weil das nicht mit der Heilung gefruchtet hat. Ja, der heilt über Zeit, der rote Trank. Den Stein brauche ich nicht wirklich einsammeln. Da habe ich über 400 Steine noch da oben. Ja, du, wenn du die, den... Okay, dann sammle ich die ein, weil ich schieße mit dem... Let's Wille. Schießdings. Ja. Ich hoffe ja immer noch, wenn ich hier so ein bisschen durchwusel, dass man durch Zufall dann auf den Dungeon trifft. Ich gehe mal weiter nach Süden. Ja, mach mal. Wenn ich eins finde, sage ich dir Bescheid. Es ist gut, wenn wir uns aufteilen. Außer Erze sammle ich hier eh nichts ein. Ja, ich habe einen. Du hast einen? Soll ich zu dir kommen? Oh. Ah ja, du schaffst es auch. Ich suche hier mal weiter. Eine Känguru-Statue. Und lila Farbe. Ach, cool. Echt? In lila Farbe, okay. Und eine Spitzhacke. Eine Känguru-Statue, ist das dann auch so eine silberne oder... Jackaroo, Strange Old Statue. Ich glaube, das ist die, die ich schon mal bekommen habe als Belohnung. Meine ich. Ah, das kann sein. Ja, die goldene ist ja die, die wir vom Entwickler bekommen haben, genau. Oh, hier ist noch so ein... Ja. Oh, Speer fallen lassen. Gib mir meinen Speer wieder. Ich brenne. Es gibt nichts, was ein Fruchtsalat nicht heilen kann. Hier ist auch ein Dungeon bei mir. Warte, da muss ich dich suchen. Warte mal, ich habe hier kurz so ein... Warte mal, ich lasse mich ganz kurz, ich komme gleich zu dir. Ich habe hier noch so ein... Alles gut, ich kümmere mich hier gerade erstmal um die Krokodile. Okay, ich komme doch zu dir. Weil? Markierst du mal deinen Dungeon? Oh bitte? Nein, kann ich gerade nicht. Warte, ich muss erstmal was essen. Too full? Wie das too full? Das ist direkt rechts neben mir, das Dungeon, wenn du mich siehst. Ich sehe dich ja nicht, deswegen... Ach so, noch nicht mal auf der großen Map? Doch, aber ich werde gerade verfolgt, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Okay, alles ist ja kein... Nicht den Salat essen, nicht den Salat essen, Speer. So, du bist jetzt, Ah, da, ja, alles klar. Ich bin jetzt markiert. Gut, ich komme. Geh einfach weiter. Jetzt sehe ich dich. Ich höre dich schon. Guten Tag. Guten Tag. Und wo deine Markierung ist, ist der Dungeon. Da ist er doch. Direkt hier. Ah ja, ich sehe ihn. Da ist doch direkt der Eingang. Muss ja nicht mal frei, buddeln. Ja. Noch so ein Surfboard und ein Sattel. Aber was lasse ich denn jetzt hier? Ich kann doch auch was mitnehmen. Ich habe doch Platz. Warte, ja. Ich würde dann aber erstmal den Billo-Kram hier lassen.
Schmeiß raus, sammel ein. Steine werde ich noch mehr einsammeln und... Also einen Sattel nehme ich auf jeden Fall mit und damit kann ich dann einen Hund mit... Nee, geht nicht, ne? Nee, der Hund ist, das Halsband. Die Farbe nehmen wir mit, die Platinen stacken und die Batterien haben wir noch keinen Platz. Die habe ich gerade eingesteckt, so. Bin ich aber auch hier, voll. Die Känguru-Statue schenke ich dir. Die habe ich ja schon. Mich auch. Du hast doch schon, okay. Okay. Hast du Pilze? Ja, Glühpilze habe ich auch. Dann hier. Ne, die Statue kann ich mit... Ja, genau. Ja, die habe ich, weil... Perfekt, dankeschön. Siehst du, bitteschön. Mir brennt der Kopf. Mir auch. Komm, wir gehen mal hier in die Richtung. Hast du gemerkt, hab ich befreit. Du bist sehr gut. Du bist ein sehr toller Beschützer. Fishing for Compliments. Aber in dem Brestlaufhammer ist schon krass, ne, was du da an Ressourcen mitnimmst. Aber das ist doch richtig geil, dann schaffst du auch was. Weil ich finde, wenn du hier ganz am Anfang reingehst, hast du gefühlt 3 Steine geklopft und dann ist die Nacht rum und du musst wieder nach oben. Ja, das stimmt. Die Verbindung über Discord ist auch nicht so gut. Ach so, das tut mir leid. Nee, da kannst du nichts für. Das ist unser... Sammelst du alles hinter mir ein? Oh! Nee, Moment, ich muss jetzt da. Okay, warte. Okay. Fische gab's nicht, ne? Nee, ich habe mein Buch letztens mitgenommen und der hat mir nichts angezeigt. So. Ich glaube, wir sind doch am Map-Ende, ja. Wir sind hier am Map-Ende. So, ich werde mal die Äpfel mir hier unten reinlegen, dann kann ich mich ein bisschen heilen. Was, es gibt ein Map-Ende? Haben wir doch letztes Mal festgestellt. Wie groß die Map ist, das ist doch ein Quadrat. Das stimmt, das hat man auf der Karte gesehen, ja. Und dann geht es auch wirklich nicht weiter, ist dann Alpha-Wand. Kannst ja probieren, aber ich denke nicht. Oder wir fallen durch die Karte durch und das Spiel ist zu Ende. Ja. Oder es sind einfach unendlich Steine. Das ist unmöglich. Juhu, Freiheit. Hier ist auch noch ein Auto. Kannst du auch mit Dings zerlegen. Oh, hier ist ein... Macht nichts, den kriegen wir doch zu zweit schnell. Oder alleine. Umgelebt. Oder du alleine. Oder ich alleine. So. Wasser, Wasser. Hier ist ein Dungeon. Müssen wir mal gucken, wo hier der Eingang ist. Oh, ist ein Groko, schläft da. Da, wo der Nupsi ist. Hier vorne. Nee, das schläft nicht. Ich versuche mich gerade zu treffen. Warte, ich komme. Ich hab's schon erledigt. Tut mir leid. Macht doch nichts. Ja, ich hab den Eingang gefunden. Ich muss mich verteidigen. So. Oh. Halbgare Eisenspitzhacken, ich weiß nicht. Also ich nehme die mit und verkaufe die. Okay, ja gut, aber... Also ich hab so zwei Hammer gehabt und dafür habe ich 19.000 bekommen. 2 Eisenhammer. Ja komm, die kannst du wegmachen. Gitarren hast du ja auch X, ne? Ja, ja, habe ich 2 Stück. Nimm nur die Kiste mit. Und was ist das hier im Beutel? Steine meine ich. Ja gut, aber die Gitarre wird wahrscheinlich mehr bringen als die Eisenspitzhacke, oder? Ich habe keine Ahnung, was eine Gitarre gibt. Ich habe noch keine verkauft. Dann nehme ich die Gitarre mit. Außerdem kann ich unterwegs ein Lied spielen. Hey! Danke, nein. Was? Ja. Andere Frauen würden jetzt da hinschmelzen. Ja, ich bin ja nicht andere Frauen. Ein Höhlenlied. Ich spiele auch gleich ein Höhlenlied. Wie das Lied vom Breslau-Sommer auf deinem Hinterkopf.
Wir haben noch keinen, Ja. Wir haben noch keinen, wie heißt der, Rubin oder was gefunden? Nee, habe ich auch nur bis jetzt eingefunden. Ich weiß halt nicht, wie oft die vorkommen, wenn du runterbohrst. Ich habe mich gerade nach Westen durchgebohrt. Sag mal, die Fledermäuse sind aber auch hart nervig. Die sind halt in dem normalen Stein drin. Du siehst es aber, dass da einer drin ist, weil der rot rauspuckt. Also der. Ja, ich verstehe. Rubin an sich guckt raus. Ist ja schwierig. Ich mach mal die Markierung am Stein am Stern weg. Ja. Und markiere uns mal. Hallo? Oh, Kroko? Ihr blöden Mistbienen. Also diese Ameisen. Was habe ich denn als mit Ameisen? Diese Fledermäuse sind ganz schön lästig. Ich kann das die Kroko-Zähne nicht aufnehmen, aber ich glaube, die brauche ich eh nicht, oder? Die brauchst du für das Craften von diesen. Sägezahn. Ich hab den gefunden. Was hast du gefunden? Ein Fossil habe ich gefunden. Fossil. Ein Fotzel. Ein Fotzel. Ein Fotzel. Okay. Nur zum Eingang direkt bringen. Direkt vor meinen Füßen, als ich hier aus der Wand rauskam. So. Dann laufe ich mal Richtung. Richtung Eingang? Richtung, Mine, genau, Mineneingang, um das da reinzulegen. Hallo, tasmanischer Teufel. Oh nein, ich komme hier nicht raus. Doch, ich komme hier raus. Sag mal, diese Mabdalap hier, die Batman-Freunde, sind aber auch irgendwie. Sag ich ja, die sind sehr lästig. Oh, hier ist noch ein Dungeon, oder waren wir da schon drin? Warte mal. Ah, hier waren wir schon drin, okay. Aber das dürfte die, wenn man die killt, müsste eigentlich die Jagdlizenz auch relativ hoch gehen, oder? Das, kann sein. Das weiß ich nicht. Inwieweit die Jagdlizenz hochgeht, wenn du die tötest. Lass mich doch in Ruhe. Jetzt wieder Mecker, weil keiner sieht, wie mich die. Da kämpft ein Kroko gegen so einen tasmanischen Teufel ja, hinten. Das tun die. Der macht deine Arbeit quasi. Derjenige, der dann gewinnt, macht deine Arbeit. Ah, Kroko hat gewonnen. So, da musst du noch das Kroko killen. Hat einmal geseucht und los ging's. So. Sehr freundlich von dem Kroko, uns hier Fleisch zu besorgen. So, und mit dem Sattel kann ich mir jetzt einen von diesen grauen Emus da. Ich will nicht sagen, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe die jetzt erstmal in die Kiste gelegt. Okay. Nein, Tasche ist voll. Oh, ich muss mal ganz schnell meine Ausdauer ein bisschen pimpen. Meine Tasche ist voll und hier liegen Reifen, Old Ear und diese Springfedern. Brauchst du davon noch welche? Reifen und. Aua, aua! Ja. Hab ich selbst, genügend. Selbst wenn nicht, hol sie dir. Das kannst du gut verkaufen. Wo habe ich den jetzt hier? So. Okay, dann lass die liegen. So, ich habe jetzt noch drei Schlüssel. Das heißt, wir können noch einen Dungeon öffnen. Ja, ich habe erstmal gerade hier die Orientierung verloren. Hier ist Sand. Ich habe einen. Dann geh doch da rein. Haben wir im Kreis gelaufen. Auch direkt eine Mülltonne auch noch vor der Tür. Oh nein, das Kabel würde ich gerne. Warte mal, ich gucke mal, was ich hier lassen kann. Stein lasse ich hier. Das Kabel, Shiny Disc. Ah, die würde ich gerne beide mitnehmen.
Hier waren wir auch schon drin. Hier ist auch ein Dungeon. Ah, was können wir denn noch hier lassen? Schwierig. Man wüsste, was die einzelnen Sachen wert sind, wie die Federn und so ein Kram. Oder die graue Farbe, oder? Also Farbe kannst du von mir ohne Ende haben. Also Mining-Helm habe ich 2 Stück zu Hause und hier noch 2 gefunden. Aber die sind bestimmt viel wert. Ah, die Federn lasse ich jetzt da, komm. Ich will die Shiny Disc mitnehmen, da weiß ich auf jeden Fall, dass die was wert ist. Ah, hier ist ja offen. So, letzter Schlüssel. Hier sind schon Laternen, Dingsies. Hier, Fackeln habe ich aufgestellt. Batterie kann ich mitnehmen, Platinen kann ich mitnehmen, Kupfersperr, eine Zwille ist hier drin. Ich nehme jetzt nur die Kiste mit. Pick it up. So. Man müsste eigentlich in den Aufzug eine Kiste reinstellen können. So als Zwischenlager. Ja. Ja, ich komme jetzt zurück. Ah, ich habe noch ein Fossil gefunden. Ich komme jetzt Richtung Startpunkt. Ja, alles gut. Ist doch schon wieder am Ende einer Folge. Also wenn du in so einem Dungeon drin bist, das zieht sich aber. Also geht schnell vorbei, meine ich. Ja. Ja, jetzt muss ich wieder Schlüssel farmen. Der nächste Dungeon-Gang wird ein bisschen dauern. Geh weg. Hau ab. Geh weg, ich mag dich nicht. Was mache ich, der Teufel? Ah, da ist noch einer. Ich ziehe sie aber echt an wie... Ja, dann. Alles gut. Ach, du hast keinen Schlüssel mehr, ne? Nein. Na, schade. Einen habe ich noch, aber wir haben ich ja... Ich hab noch... Ich kann dir geben. Warte, ich komme zu dir. Nee, ich hab doch... Nee. Ich habe keinen Dungeon mehr gefunden. Ach so. Ich dachte gerade, du hättest gesagt, hier ist noch einer. Nee, von den Viechern, die mich verfolgt haben. Ach so. Hier ist noch ein Auto. Okay, ich komme zu dir. Okay, ich warte im Aufzug. Hast du die beiden Fossile da schon hingebracht? Na klar. Ich komme, es war doch weiter weg, als ich gedacht habe. Ach, hier ist auch noch ein Dungeon. Schade. Ja, so zu dir kommen. Ist es zu? Oder ist es offen? Ich gucke. Hier ist ein Fossil. Soll ich zu dir kommen? Ja, da ist zu. Okay, warte, komm. Soll ich ihn markieren? Ich guck mal, ob ich dich auf der Map sehe. Ich sehe dich. Muss nur irgendwie hier so eng. Ich komme rein. Noch ein Fossil. 2 Stück. Okay, dann ist es super, dass ich komme. Und hier ist auch noch eins. Direkt nochmal 2 Stück. Warte, geil. Ja, 3 Stück. Warte, ich bringe das Fossil gerade in den Aufzug, weil ich bin noch am Aufzug quasi. Oh, ich habe keine Ausdauer. Ah, es ist Nacht, es ist late. Oh nein. Dann ess was. Ess Eier. Ess Spiegeleier. Wie soll man denn... Ich muss kämpfen. Ess Spiegeleier und kämpf. Oh Gott. Du schaffst das. Oh, jetzt rennen. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Oh, das ist aber... Oh, ich werde doppelt penetriert hier. Habe ich Spiegelei dabei? Ja. Ey, Jungs, lass mich in Ruhe. Oh, das ist aber blöd, wenn du so lange in der Mine bist, bist du hier... Hast du beides tot gemacht? Ja. Nee, hier ist noch ein Krokodil. Jetzt nicht mehr. So. Okay. Moment, Schlüssel, ne? Gibst du mir den einen Schlüssel, bitte? Ja, warten Sie. Da.
Okay, alles klar. Bin ich gespannt, was da drin ist. Ja. Ein Motorboot. Ist ja schon offen, die Kiste. Nee, bei mir war sie... Ein Sattel, rosa Farbe, Kupfer, Gitarre und Hotzylinder. Den Hotzylinder nehme ich raus. Ja, das da kann ich leider auch nicht nehmen. Ja. Ich kann höchstens, was ich machen kann, ist so. 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 Genau. Der Sattel ist, glaube ich, mehr. So, jetzt lass uns noch das, das Was denn? Wenn du das Fossil auf den Kopf steckst, hast du die, steckt die Fackel da durch. Hier liegt vor der Tür. Ja, genau. Ihr Lieben, wir verabschieden uns aus dieser Folge. Vielen Dank, Frau Serendipity, ein weiteres Mal einmal für die Leihgabe des Bohrers. Ja, gerne. Und natürlich auch für das Mitgehen hier in dem Dungeon. Und wir laufen jetzt zurück und fahren dann einfach hoch. Genau, und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Okay, ciao. Dankeschön. Kakao. Tschüss. Tschüss.